Hey, hat er mich jetzt beleidigt? Ich erschieß ihn gleich. Mann! Da lebt ja auch noch einer. Was ist das? Lebt hier noch einer? Da! Okay! Wo ist Tony schon wieder? Da! Ja. Mann, Sklaventreiber hier, echt. Nee, das ist auch noch nicht ganz unten. Aber jetzt. Ja. Was jetzt? Das ist ja mal ein tolles Auto, super. Wow, wow! Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Oh, wow, 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 die kommen natürlich hinterher. Ah, verflucht. Tony, schieß! Schieß, Tony! Mach was! Tony, mach das. Ich vertraue da mal ganz auf Tony. Huch. War das ein Zivilist? Komm, Tony. Tony, du kannst das. Ich leg mein Leben in deine Hände. Komm, Tony, sei kein Feigling. Was ist das? Muss ich die jetzt abschießen, oder was? Tony, komm. Tony, du kannst das. Tony, du machst das. Wow! Wow, wow, wow! That's it! Go! 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 We might be in the clear! Push it, Lou! Come on! We're nowhere near top speed in this thing! Ja, ich bin ja schon so schnell ich kann. No, I don't know! Just get us out of here and shut up! That's it! We're clear! Tony ist ganz schön frech zu mir. Ich habe ihm gar nichts getan. Ich schütze ihn die ganze Zeit das Leben und er beleidigt mich nur. That was a pleasant outing, Rock. Where's that put us with you know what? We square? Square? What you borrowed? At those points? You ain't even making a dent on the interest. Besides, I'm about to have to do all the messy work on this guy myself. No, but I told you shit. I told you everything. I'll see you girls later. Jesus! Boah, der geht mir auch schon auf den Sack. Let's just head back to the apartment. Muss ich fahre jetzt nicht mit dem Auto, ganz bestimmt nicht. Das ist mir echt peinlich. Ich fahre ja nicht mit so einem Golfcar durch die Gegend. Okay, ich breche meine Regel. Ich werde mir doch mein Auto von der Straße wegklauen. Komm, raus da. Komm. Yeah. Really got us in the shit here, Luis. Tony, man, you gotta calm down. You're really pushing. Yeah, well, if you weren't out. Endlich mal ein Auto, mit dem ich fahren kann. Oh, I'm getting blamed for this now. Oh, of course. Whenever I come to the clubs, you ask me to run off on some stupid errand like a chump. You don't ever let me into the serious shit. And you do deals without even telling me. Until it comes time to protect your ass from whoever you got your fatwa the day from. All right. Maybe I'm taking you for granted. I'll change. I'll be better. Yeah, thank you. But I don't believe it. A little consideration for your fellow drivers here. One more time, they'll smash someone in the face. Nichts passiert. Here we are, bro. Rest up, okay? Listen, sieht man kaum. Ist ein kleiner Kratzer. He says he needs help with something. War schon vorher drin. He's a bit of a schmuck, but we owe the man money, and I don't want him anywhere near the clubs. I feel you there, Thee. That guy is a social atom bomb. I'll go see him.
das Golfen war schon echt cool, wenn man sowas in echt machen kann. Oder ob man sowas in echt machen kann. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Ich kenne genug Leute, die ich gerne mal in so einen Golfcar binden würde. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier gibt es Nebenmissionen. Soll ich mal eine Nebenmission machen? Mann? Frau? Frau. Hoffentlich ist es eine hübsche. In denen helfe ich gerne. Das mit den Nebenmissionen finde ich auch gut. Das ist auch eine tolle Sache. Man muss die nicht machen, aber bringt auch irgendwie so ein bisschen Stimmung mit in das ganze Game. Ich glaube, bei den Missionen mit Nico gab es, glaube ich, auch ein paar Nebenmissionen. Oder beziehungsweise auch hat man in den Hauptmissionen ein paar Leute kennengelernt. Tony, du nervst. Und hat die dann in den Nebenmissionen nochmal wieder getroffen. Das fand ich richtig cool. Weiß ich noch eine Geschichte, da musste man so einen Typen irgendwie vom Dach runterschmeißen. Oder konnte sich entscheiden, ob man das tun möchte. Hallo? Wo ist die Frau? Hä? Hä? Ist nicht da oben, oder? Oder ist sie jetzt nicht... Nee, hä? Tony, du nervst! Ja, sie sehen nämlich tagsüber, hat nämlich das Maisonette zu. Aber wo ist die? Und wehe, mein Auto ist jetzt gleich wieder weg. Hä, wo ist denn die? Oh, 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 oh. Ja, ganz ruhig, ich hab nix. Hä? Kann ich hier durch die Tür rein? Hier ist doch niemand. Die steht doch nicht da irgendwie oben drauf, oder? Ist die auf den Schienen? Oh, Tony, jetzt nicht. Es kann sein, dass sie da oben auf diesen Schienen da ist. Und da könnte man auch irgendwie hoch, oder? Ja. Das sind nämlich stillgelegte Straßenbahnschienen, oder die sind halt noch nicht... Ja, Straßenbahn, was ist das? Ein Zug? Straßenbahn? Keine Ahnung. sorry. Genau, und hier geht halt hoch. Tony, jetzt nicht. Hä? Wo ist denn die? Was soll denn das? Wollen die mich verarschen? Die wollen mich doch echt verarschen hier, oder? Wollen mir doch nicht erzählen, dass die da unten auf dem Dach steht. Ey, sorry, aber es tut mir leid, jetzt fahr ich zu dem anderen Kerl. So, scheiß drauf. Blöde Kuh. Ey, das ist ja voll die Verarsche, oder? Muss ich da zu einer bestimmten Zeit hin? Ach, sonst werde ich ja nicht angezeigt, ne? Wieso sag ich eigentlich sorry? Das macht ja Luis schon von ganz allein. Das finde ich gut. So. Ich hab hier Vorfahrt. Hier, oder? Oh, jetzt sagt mir nicht, der ist auch nicht da. Was soll denn das? Ey. Hä? Oder? Doch, da ist er. Oh, da ist ein Bulle. Da ist ein Bulle. Schnell mal die Waffe weg. Hey, have you a light?
Hey, sorry, Papi, I don't smoke. Ah, a Spaniard, wonderful, a man of culture. I'm not sure someone from the heist qualifies as being Spaniard, but whatever. Oh, exactly, whatever, whatever you say, Daddy. Excuse me? What is wrong with you? The British, they give you this beautiful, if a little awkward language, and you just debase it with... Hm, der hat den schönen französischen Akzent. You or get over yourself. In that case, fuck you. Französisch mag ich an und für sich nicht, aber ich mag diese Englisch mit Akzenten. Also Französisch finde ich toll und Englisch mit Russisch finde ich auch sehr gut. I'm rich, schön. Time was when we would chop someone's head off and we would run around the street with it on a stick. Vive la France! Viva la France, ja genau. We are soft and miserable just like you. Hey, I'm not miserable. Honestly. Well, clearly you do not watch enough television. You enjoy the bright lights and the big cities and the hope that maybe one day you become rich and stupid and your people. Maybe you can make a nice little TV show with you and your friends. Hey, knowing my friends, I hope not. Well, I do not come to Liberty City to watch television. I come to fuck and get high. What else is there? Well, I don't know. Family? I had a family. Meaningless. Honor? Psst. Don't make me puke. No, mon ami. I had to tell you, my friend. Nothing matters in this world apart from getting your rocks off. Or getting so out of it you don't realize you haven't got your rocks off. I like a man who's so focused. Have you got a car? I'm not sure I want to get into a car with someone like you. Oh, relax, relax. Let's go for a drive. I like you. You find things as ridiculous as me. Man trifft da immer wieder tolle Menschen. Geil. Das mit dem Head on a Stick hat mich gerade an Jeff Dunham erinnert. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Ist ein ganz, ganz toller amerikanischer Comedian. Kam jetzt auch öfters mal auf Comedy Central hier bei uns. Aber die haben das auf Deutsch übersetzt und ist das schrecklich. Also das kann man sich echt nicht antun. Ist auch dann gar nicht mehr witzig. Also wenn ihr, schaut am besten mal auf YouTube. Da gibt's auch Folgen von ihm auf Englisch. So nur noch mit deutschen Untertiteln. Aber wenn man die Sprache, wenn man Englisch wirklich versteht und sich den anschaut, das ist echt total witzig. Also kann ich nur empfehlen. Jeff Dunham. I'm only sorry you will not join me in this adventure. Don't catch nothing, bro. Das war's schon. Ja, okay. Mach ich doch gern. So, ich glaube, es wird Zeit, mal Yusuf wieder ein... Die Frau ist ja immer noch da. Einen Besuch abzustatten. Obwohl ich schon befürchte, dass das wieder irgendwas mit dem Helikopter zu tun hat. Ich glaube, das war bei dem so. Allerdings sehe ich auch gerade, dass da noch dieses M leuchtet. Das ist das M. Mori. Oh, Mori ist natürlich auch geil. Oh, was mache ich jetzt? Weil, wenn ich nämlich zu Mori fahre. Ach, Tony. Wenn ich zu Mori fahre. Dann ist dort auch Brucey da. Ah, ich liebe Brucey, der ist lustig, ich mag den. Auch wenn er ich weiß gar nicht, soll ich das eigentlich immer so nennen? Den Teil mit Nico, also den GTA-Teil mit Nico. Ist das so ein richtiger Poser und Pimp und was weiß ich, so ein richtiger Protzkerl. Und hier wird er einfach nur fertig gemacht von Mori. Mori ist, glaube ich, sein großer Bruder, genau. Ah, Tony nervt. Aber das seht ihr dann noch. Ja, ist total lustig, also. Bei Nico hat er so diese coole Fassade und bei Luis, keine Ahnung, versagt er total. Und wird nur fertig gemacht.